Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Pandora First Contact, einem, ja, runden Strategiespiel, basierend auf, könnte man sagen, Civilization 5. Science Fiction, das ist so ungefähr das Genre, in dem wir das einordnen können. Ich habe schon ganz richtig gesagt. Wir wollen das mal ein bisschen anspielen und wenn das bei euch Anklang findet, dann seid ihr aufgefordert, das kundzutun durch einen Daumen hoch oder einen Kommentar, damit wir das möglicherweise als Let's Play weiterführen können. Je nachdem, das kommt halt drauf an, wie es bei euch ankommt. Also lasst es mich auf jeden Fall wissen. Kritik natürlich auch gerne, aber bitte konstruktiv und begründet. Wir haben hier die Wahl, Pandora zu besiedeln mit einer gewissen, ja, sag ich mal, Fraktion. Und zwar haben wir die Wahl zwischen dem militaristischen Imperium, dem gläubigen Lichtorden, dem wirtschaftlich orientierten Noxium, der Noxium-Gesellschaft. Industriell orientiert ist die Solar-Dynastie. Terra Salvum, das sind so ein bisschen die Umweltschützer, die Weltverbesserer, die ökologischen. Und die Tok'ra-Universität, das sind die Wissenschaftler. Wir wollen natürlich ganz klassisch auf das Imperium gehen, spielen auf kleiner Weltgröße, gehen hier vielleicht nochmal in erweitert rein, da könnten wir uns auch nochmal eine Gegnerfraktion holen. Wirtschaftlicher Sieg ist an, militärischer Sieg ist an, wissenschaftlicher Sieg ist an, Alien-Aggression niedrig ist, denke ich, gut klimagemäßigt. Das dürfte alles passen und deshalb würde ich sagen, wünsche ich euch viel Spaß mit Pandora First Contact und natürlich hoffentlich auch mit mir. Wir schreiben das Jahr 2107. Die Menschheit hat sich aufgemacht zu den Sternen. Nach Jahrzehnten der Erkundung, in denen wir nichts weiter als unwirtliche Planeten fanden, wurde unsere Suche nach einer zweiten Erde endlich von Erfolg gekrönt. Ein irdischer Planet im Nashira-System ist zum Symbol für die Hoffnungen und Träume der Menschheit von einem neuen Paradies geworden. Die stärksten Fraktionen, die ihren ureigenen Ideologien und Überzeugungen folgen, haben Erkundungstrupps losgeschickt, um ihren Anspruch auf diese neue Welt geltend zu machen. Tja, und da ist er. Der Planet, den es zu besiedeln gilt. Eigentlich wirklich schön. Und das ist das Spiel, Pandora First Contact. Wir kommen also jetzt mit unserem Raumkreuzer oder wie auch immer man das nennen kann an und werden dann unsere, ja, Koloniekapsel natürlich so schnell es geht loslassen. Die Maschinen laufen schon und ich glaube, wir sind in der Ego-Perspektive. Uns schießt es raus in den Weltraum. Jetzt müssen wir die Steuerdüsen noch justieren. Jawohl. Ausrichten. Im Hintergrund sehen wir schon andere Geschosse oder Projektile oder auch Koloniekapseln, die abgesendet wurden. Und ja, wir legen los, sind unterwegs und landen auf Pandora. Sie sind James Hyde vom militaristischen Imperium. Ihre Spezialität ist die Kriegsführung in all ihren Facetten und ihre imperialen Legionen sind im gesamten Sonnensystem gefürchtet. Ganz genau, alles müssen wir uns nicht anhören. Im Endeffekt ist das einfach ein bisschen Story, die man auch selber spielen kann. Das Spiel selbst werde ich natürlich unten verlinken, wenn ihr es selber mal spielen wollt. Ihr seht schon, das Ganze hat wirklich was von Civilization. Wir haben hier unseren, unseren Kolonisator, mit dem wir natürlich rumlaufen können, wenn wir wollen. Aber wie es aussieht, ist die Position, an der wir im Moment sind, wirklich schon sehr, sehr gut. Und deshalb wollen wir hier gleich eine Stadt gründen. Diese Stadt ist, was sie ist. Weil unsere Bürger sind, was sie sind. Platon, genau. Habe ich jetzt noch nicht noch extra erwähnt. Wir haben hier einen Kolonialsoldaten. Können wir uns mal gleich mal anschauen in der Werkstatt hier. Den Kolonialsoldaten. Den wollen wir auch gleich umbenennen. So kann der einfach nicht heißen. Nennen wir ihn mal Morpheus. Der Name dürfte euch eigentlich was sagen. Kommt unter anderem in der Matrix auch vor. Hier können wir ihn dann später mit Waffen verbessern, mit Panzerungen und Ausrüstungen ausrüsten. Momentan können wir das noch nicht, aber ich denke mal, wir sind nicht weit davon entfernt. Und wir wollen jetzt Morpheus ein bisschen erkunden lassen, denn ja, wir haben hier wirklich eine sehr, sehr interessante Umgebung. Wenn wir uns das anschauen, wir haben hier auf der einen Seite Wald, Flachland, Hügel, haben Anschluss zur Küste und dann
ganz, ganz viele Pilze um uns rum quasi, direkt um die Stadt rum, ganz viele Pilze. Und ja, wir werden mal sehen, ob die eher gut oder schlecht für uns sein werden. Die Hinweise schalten wir mal aus. Wir haben hier eben unseren Koloniesoldaten, wir haben hier auch noch Feldausbildung als Fähigkeit und die wollen wir dann gleich mal wirken auf unseren Koloniesoldaten. Jetzt haben wir ihn in der Stufe hier verbessert, er ist auf 3,1 jetzt von der Kampfkraft und um weitermachen zu können, müssen wir natürlich eine Forschung auswählen. Ich wäre mal für gehärtete Stahlplatten so als Langzeitziel. Das hier ist der Forschungsbaum, wer Civilization gespielt hat, dürfte das hier kennen. Die Feldausbildung ist natürlich dafür als erstes notwendig. Danach können wir dann gleich adaptive Befestigungen holen oder eben auch Lenkwaffen. Hammerhead-Raketenwerfer wäre natürlich eine super Sache und deshalb wollen wir auch die gleich auswählen. Eine Produktion in der Stadt hier natürlich auch. Kynos-Kefeiler, naja, das gefällt mir nicht. Das müssen wir ändern natürlich. Der Name, welcher Name wäre denn passend für eine militaristische Gesellschaft? Ich würde mal einfach sagen, Großbunker. Ja, natürlich. Kann der hier keine Sonderzeichen oder habe ich einen Fehler gemacht? Nee, der kann hier keine Sonderzeichen. Okay, dann machen wir Schlossbunker. Ja, geht ja auch. So als Name, Schlossbunker. Und ja, Morpheus macht sich dann auf den Weg, sobald wir die Produktion eben, wie gesagt, ausgewählt haben. Wir können natürlich einen Morpheus holen, also eine leichte biologische Einheit. Einen Former, das ist ja sowas wie ein Arbeiter, der halt Infrastruktur aufbaut. Oder einen Kolonisator. Ich bin gleich mal für einen Former. Und dann gehen wir zurück zur Karte und beenden unseren Zug. Wollen dann auch schon gleich weiterschauen. Und was haben wir entdeckt? Eine Ruine von einer wahrscheinlich vorangegangenen Zivilisation. Unglaublich. Wir werden ja hier nicht nur auf, ja, sagen wir mal, andere menschliche Fraktionen treffen, sondern auch auf wirkliche einheimische Spezies. Eine davon haben wir hier schon gesehen, den Verschlinger. Ja, imposantes Tier mit Stärke 8. Mit dem sollten wir uns nicht anlegen. Deshalb gehen wir gleich mal eins nach links und sehen, alles klar, da geht's wirklich nicht weiter auf der Karte. Beenden wir doch den Zug. Warten, bis der Verschlinger weitergegangen ist. Beenden wieder den Zug. Oh, da verlieren wir sogar Leben beim Laufen. In den Pilzen, die tun uns wohl nicht gut. Ja, jetzt müssen wir jetzt aber noch eingehen hier. Zu den Ruinen müssen wir es noch schaffen. Jawohl, neu erforschte Waffe. Hammerhead Raketenwerfer. Die Raketenwaffe hätten wir. Gute Sache. Stärke gegen mechanische und biologische Einheiten plus. Ah ne, wir sind jetzt besser gegen mechanische statt biologische Einheiten. Alles klar. Nichts Schöneres konnten wir uns vorstellen, als so unser ganzes Leben mit dem Suchen nach den Resten der Vergangenheit zuzubringen. So, wir haben Forschung erhalten. Die wollen wir natürlich gleich ummünzen. Lenkwaffen haben wir erforscht. Xenologie wäre da natürlich super. Wäre quasi das Folgestudium, aber ich glaube mal Titanplatten wären auch eine tolle Sache, deshalb gehen wir mal auf die adaptive Befestigung, um dann anschließend die Titanplatten zu erforschen. Wir haben hier wirklich, sagen wir mal, von an Stärke verloren jetzt mit unserem Morpheus, deshalb sollten wir vielleicht mal stehen bleiben. Wir können aber auch ins tropische Gebirge gehen und da sehen wir auch schon nochmal hier den Verschlinger, gegen den wir wirklich keine Chance hätten, den können wir nicht einfach so angreifen. Interessanterweise, wenn ich jetzt hier in die Werkstatt gehe und mir den Kerl anschaue, der Hammerhead-Raketenwerfer, der würde uns wirklich gegen biologische Einheiten verschlechtern. Das ist natürlich wirklich die Frage, ob wir den überhaupt ausrüsten wollen. Kostet aber nichts und der Skin ändert sich. Die Einheit sieht krasser aus und wir wollen es ja nicht umsonst erforscht haben. Deshalb nehmen wir ihn erstmal. Wir können ja jederzeit wieder umrüsten, wenn wir denn wollen. So, und die Pilze haben uns wirklich Leben abgezogen, wie ihr sehen könnt. Richtig heftig. Neu erforscht, adaptive Bunkerwände. Brauchen wir uns jetzt nicht durchlesen, ist klar, dass wir damit etwas stärker sind. Schloss Bunker, dann passt der Name natürlich nochmal dreimal gut. Wir wählen die nächste Forschung aus, und zwar sind das jetzt die Titanplatten für unsere Militäreinheit. Ja, und da haben wir dann auch schon etwas entdeckt, das
vielleicht ein zukünftiges Ziel sein könnte, auf einer Goldader, befinden sich, sag ich mal, interessante außerirdische. Ja, sieht aus wie so eine fleischfressende Pflanze, um ehrlich zu sein. Also irgendeine Art Waffe, die das hier bewacht. Stärke 2, da würden wir sogar gegen ankommen. Hoffen wir mal, dass die KI uns jetzt hier nicht angreift. Nein, der Verschlinger ist abgehauen. Und wenn wir hier drauf gehen würden, hätten wir eine Siegchance von 34%. Das ist natürlich nicht so gut. Das heißt, wir könnten hier uns heilen. Ja, pro Runde halt um 20%. 2 Runden bis zur vollständigen Heilung. Wir könnten natürlich auch die Position bewachen. Machen wir mal und hoffen, dass wir hier angegriffen werden mitunter vielleicht. Das wär's doch. Gleichzeitig, wie sieht's aus? Der Farmer braucht noch 7 Runden. Wir haben hier einen Bauern, den können wir vielleicht mal als Arbeiter einsetzen. Dann brauchen wir noch 4 Runden. Kommen dann aber ins Minus bei Mineralien. Naja, das können wir doch mal verkraften. Dafür, dass wir den Arbeiter etwas schneller haben. Tun wir mal. So, und da hinten hat sich ein weiteres Vieh aufgetan. Ja, Gallet heißt das. Schauen wir mal, hätten wir jetzt eine Chance im Angriff. Siegchance 83%. Greifen wir mal an. Und jetzt mit unseren Waffen haben wir die Einheit aber sowas von knapp erwischt. Neu erforscht, Ausrüstung Xenomorph Feromator. Verleiht uns auch nochmal eine Menge. Wir müssen hier auf jeden Fall dringend heilen. Also wir können natürlich in die Werkstatt gehen und hier den Xenomorph Feromator uns holen. Dann sind wir schon mal ein bisschen stärker, aber ganz, ganz wichtig, heilen. Wir müssen uns heilen. Wir hoffen einfach mal, dass hier der liebe Galet uns nicht angreift. Ansonsten haben wir wirklich ein Problem. Sieht nicht danach aus. Der bewacht hier wirklich die Stellung. Wir heilen uns bitte weiter. Ja, das geht aber ganz minimal voran hier mit dem Heilen. Ganz minimal. Naja, geht eigentlich. Also beschweren muss man sich nicht. So, jetzt haben wir unseren Former fertig. Und können damit natürlich eine ganze Menge anstellen. Straßen können wir zerstören oder bauen, je nachdem. Eine Farm können wir bauen, eine Festung, eine Mine. Wir können Wald abreißen oder Ödland säubern. Gehen wir doch mal hier hin und versuchen Ödland zu säubern zum Beispiel. Geht aber alles hier nicht. Kann ich alles nicht auswählen. Warum das denn? Dauert 3 Runden. Na, warum kann er das denn nicht, der liebe Former? Keine Waffe, keine Panzerung, keine Ausrüstung. Braucht er denn Ausrüstung? Schauen wir mal in die Werkstatt. Former, brauchst du denn was? Waffen brauchst du doch nicht, Panzerung auch nicht. Ausrüstung? Der Xenomorph-Feromator könnte dir nicht schaden. Aber was könnte der tun? Was könnte er bauen? Naja, schauen wir mal. Produktion auswählen natürlich jetzt. Adaptive Bunkerwände wären was wir ja absolut mal in Betracht ziehen könnten. Einfach um unsere Stadt zu verstärken. Da auf Nummer sicher zu gehen. Gleichzeitig müssen wir aufpassen. Hier ziehen wir uns vielleicht mal einen Zug zurück. Beenden den Zug damit auch. Und sorgen jetzt hier dafür, dass wir mit unserem Morpheus weiter heilen können. Während wir hier ja doch wirklich sehr gerne mal was gegen diese Pilze zum Beispiel tun würden. Mann. Beenden wir nochmal den Zug. Wir haben uns also hier in Gefahr gebracht. Und jetzt könnten wir eine Festung bauen, eine Straße bauen, eine Farm bauen. Alles möglich. Und deshalb bauen wir mal eine Straße hier. Heilen uns weiterhin, beenden nochmal den Zug hier, sind dann mit der Einheit bald wieder auf voller Stärke, 3,1 genau, und bewegen uns dann wieder durch das Gebirge. Dort versperrt uns halt diese starke Einheit den Weg. Titanpanzerung haben wir fertig, können wir dann gleich hier in der Werkstatt einbauen. Bei der Panzerung, die Titanpanzerung um 50% wird die dadurch erhöht, richtig gute Sache. Holen wir uns gleich beim Former und auch beim Marine. Und jetzt haben wir die Wahl. Gehen wir hier rein, dann laufen wir Gefahr, quasi eingeschlossen zu werden oder angegriffen zu werden. Oder versuchen wir es doch lieber im Norden. Und ich würde sagen, wir gehen dann doch lieber in den Norden und schauen, dass wir da weiterkommen. Die Titanplatten sind fertig. Wir können hier noch Sprengköpfe erforschen. Und das dauert 18 Runden, wird dann aber wahrscheinlich auch ziemlich gut sein. Eine Einheit können wir noch befehligen hier. Die Straßen haben wir wohl schon gebaut.
Und deshalb gehen wir mal zurück hier ins Stadtgebiet. So, hier können wir nochmal eine kleine Straße bauen, während unser Morpheus weiter wandert. Der ist jetzt nochmal schwächer geworden, aber dort haben wir Vögel entdeckt und die können wir doch, denke ich, locker mal abknallen. Keine Chance für die Vögel und wir haben wahrscheinlich weitere Erfahrungen bekommen, heilen uns dann aber doch lieber nochmal. Das wird sicher nicht schaden. Auch hier bitte mal heilen, nein, nicht bewachen, sondern heilen. Danke. So, werden jetzt durch das Heilen ein bisschen stärker. Neue Produktion können wir auswählen. Holen wir uns nochmal einen Kolonisator für eine weitere Stadt. So, wir sind hier fast fertig geheilt eigentlich. Haben hier ja die Straße gebaut und bauen jetzt hier mal einfach eine... Ja, bauen wir einfach mal eine Mine hin, oder? Dann sind wir da ein bisschen besser beieinander. Gleichzeitig Morpheus immer noch unterwegs. Der muss hier zweimal wieder über diese Pilze latschen. Echt ein Jammer. So ein Mist wirklich. So. Und der... Mein Gott, hier ist wirklich alles voller Pilze. Da haben wir echt Pech gehabt. Aber der Aufwand hat sich gelohnt. Da vorne ist eine neue Ruine und ein Alienbau. Wirklich ein Alienbau. Ja, so ein Alienbau, das könnte jetzt so eine feindliche Stadt sein. Oder das könnte sowas sein wie, sagen wir mal... Oh, die Ruine haben wir erkundet. 74 Credits bekommen. Wunderbar. Das könnte sowas sein wie so ein Barbarenlager. Das nicht wirklich gefährlich ist, könnte aber auch was anderes sein. Werden wir sehen. Da sind auf jeden Fall Goldadern auch. Also wie fleischfressende Pflanzen sehen die Kerle eigentlich aus. Muss ich wirklich nochmal sagen hier. Wir können neue Einheiten befehligen. Hier haben wir jetzt die Mine errichtet. Das heißt, wir gehen dorthin und holzen mal den Wald ab. Während wir hier nicht angreifen können. Und uns deshalb weiter bewegen. Einfach hoffen, dass wir nicht angegriffen werden. Wow, und da haben wir was entdeckt. Da haben wir was entdeckt. Ich weiß nicht, ob es so hier sowas wie Diplomatie gibt. Ja, doch, gibt es. Mit dem Lichtorden. Ja, das ist jetzt so ein ganzer Dialog zwischen uns und dem Lichtorden. Ich würde ja ganz gerne irgendwas mit ihnen tun. Nur weiß nicht genau, was wir da jetzt tun können. Um mit ihnen zum Beispiel was auszuhandeln. Wir sind hier auf jeden Fall stärker. Das heißt, wir können ihnen erstmal zeigen, wo der Hammer hängt. So, jetzt haben wir es. Lady Lilith Vermilion. Ah, ein Gott hat bestimmt, dass wir uns treffen. Welcher Gott? Jener Gott, an den sie zu glauben wünschen. Ja, das sind ja hier die Gottgläubigen. Wir haben eine Auswahl an Antworten. Wir können entweder einen Nicht-Angriffspakt anbieten, wir können offene Grenzen anbieten, ein Handelsabkommen anbieten, ein Forschungsabkommen anbieten, Teilen von Karten anbieten, Geschenken anbieten, Tributzahlung, sie öffentlich loben, sie öffentlich denunzieren, Krieg erklären. Ich bin erstmal für ein Handelsabkommen. Sehr gerne, hat sie akzeptiert. Ich bin für ein Forschungsabkommen. Ich glaube, das hat sie auch akzeptiert. Das Teilen von Karten lehnt sie ab. Es gibt unbekehrte Seelen, die sie noch eine Zeit lang nicht erreichen werden. Ja, also irgendwo will sie sich halt einen Vorteil bewahren. Naja. Gut. Nicht-Angriffspakt können wir nochmal machen. Sie lehnt ihn ab. Okay. Ihre Entscheidung. Gehen wir weiter mit unserer Einheit. Und schauen wir mal in Schloss Bunker, wie es da aussieht. Stufe 10 haben wir schon erreicht. Die Stadt wächst, auch wenn ich das hier richtig sehe. Hat ordentlich Überschuss an Nahrung, gutes Wachstum, guten Wohnraum. Läuft eigentlich super hier, muss ich sagen. Nur von den Mineralien haben wir halt im Moment nicht so viel, weil wir Wert auf Forschung legen. Ich würde sagen, ich speichere jetzt einfach mal ab. Ja, das ist wirklich mein allererstes Match. Ist komplett blind. Wir brauchen einen neuen Speicherstand und das nennen wir mal LP1. Speichern. Das Spiel ist gespeichert und ihr könnt entscheiden, ob wir weiterspielen wollen.
Ich bin jetzt in der ersten Folge noch nicht so viel auf, sagen wir mal, Science-Fiction eingegangen, aber wir können uns gerne folgenlang über Star Trek unterhalten, meinetwegen über Babylon 5. Wir können uns genauso gut darüber unterhalten, über Battlestar Galactica, das schaue ich mir gerade an. Es sei mal gesagt, ich habe dazu unterschiedliche Meinungen gehört und bin da auch selber noch nicht so entschieden. Also ich denke mal, das Spiel hat einen sehr interessanten Kontext, über den wir reden können. Und so als Rundenstrategiespiel passt es ja auch irgendwie in den Kanal. Deshalb würde ich mich über euer Feedback freuen. Habt ihr Lust auf mehr? Ich würde dann gerne weiterspielen. Das wäre es auf jeden Fall von meiner Seite erstmal. Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer General Pilofas.